Dies ist eine Reise in die nördlichste Stadt Italiens. Eine Reise in die Römerzeit. Mitten hinein in eine der bedeutendsten Städte des Römischen Reiches. Köln. Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Jahrhundertelang haben hier die Römer gelebt. Sie haben die Stadt nach ihren Plänen gebaut. Haben Spuren hinterlassen. Wie viel vom alten Rom steckt heute noch im modernen Köln? In seinen Fundamenten und der Art zu leben? Eine Reise knapp 2000 Jahre zurück in die römische Provinz Niedergermanien. Julius Caesar hatte mit seinen Truppen dort die siedelnden Stämme besiegt. Seitdem waren eine Reihe von Garnisonsstädten und Kolonien entstanden. So auch die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, die Hauptstadt Niedergermaniens. Ihr Ursprung war eine Siedlung. Noch heute erinnern Kölner Straßennamen an das westgermanische Volk und das römische Stadtleben. Unsere Geschichte spielt im Jahr 150 nach Christus. In der Stadt lebten zu dieser Zeit etwa 15.000 Menschen. Ubier und Römer, Tür an Tür. Die junge Tullia aus der römischen Oberschicht. In dieser Zeit war es Frauen durchaus möglich, einen Beruf auszuüben. Tullia praktizierte als Ärztin für Augenheilkunde. Ihr Leben als wohlhabende Römerin war komfortabel. So konnte sie sich den Luxus einer weichen Matratze aus Gänsefedern leisten. Für Frauen der Oberschicht war ein gepflegtes Äußeres Pflicht. Jeder Morgen begann mit einem Schönheitsprogramm. Ihre Zähne putzte Tullia mit einer Mischung aus Muschelkalk und Marmorstaub. Das reinigte zwar, rieb aber auch den Zahnschmelz ab. Eine Mundspülung mit Salbei soll ja heute noch den Rachen desinfizieren und gegen schlechten Atem helfen. Wo kommt das Wasser her? Das Wasser kam vor allem aus der Eifel. Eine rund 100 Kilometer lange Wasserleitung versorgte die Stadt mit frischem Quellwasser aus dem Urftal. Das tägliche Schönheitsprogramm nahm viel Zeit in Anspruch. Dazu gehörte auch eine Gesichtsmaske aus Kuhplazenta. Für eine junge, straffe Haut. Zum Abschluss noch das Tages-Make-up. Kajal für die Augen. Zusammengerührt aus Kohle und Olivenöl. Und für den zarten Teint eine Creme mit Kalk, Kreide oder Bleiweiß. Sehr beliebt bei den meist dunkelhaarigen Römerinnen waren zu der Zeit blonde Perücken. Geknüpft aus den begehrten hellen Haaren germanischer Frauen, teils von Sklavinnen. Und mit einem heißen Brenneisen in Form gebracht. Pass doch auf, du Närrin. Tullia widmete sich nach der Morgentoilette einem ausgiebigen Frühstück. Im Kölner Süden, im heutigen Stadtteil Marienburg, stand das Hauptquartier der römischen Flotte in Germanien, das Kastell Alteburg. Stützpunkt für mehr als 1000 Soldaten. Der Rhein war die Außengrenze des römischen Imperiums. Hier lag eine riesige Schiffsflotte vor Anker.
Die Truppen sicherten den Fluss, transportierten Waren, bauten Straßen und Kanäle. Hier im Lager teilten sich 10 Männer eine Stube, zusammen mit Wanzen und anderem Ungeziefer. Hilfssoldaten, rekrutiert aus der einheimischen Bevölkerung. Wie der Germane Lucius. Für 26 Jahre musste er sich zum Dienst verpflichten. Durch die Militärzeit konnten er und seine Nachfahren die römischen Bürgerrechte erlangen. Wie das Recht zu wählen, Geschäfte zu tätigen oder zu heiraten. Das war für viele Nichtrömer wie Lucius der Anreiz für den harten Militärdienst. Auch wenn sie nur Soldaten zweiter Klasse waren. Sie bekamen weniger Sold als ihre römischen Kameraden und standen im Ernstfall an vorderster Front, um die Legionäre zu schützen. Die Germanen waren den Römern nicht geheuer. Sie galten als wild und ungepflegt. Aber das war vor allem römische Propaganda. Denn vieles hatten sie den Römern voraus. Lange vor ihnen benutzten sie zum Beispiel schon Seife. Diese wurde zusammengerührt aus tierischem Fett, Kalk und Pottasche als Schmutzlöser. Die Seife nahmen die Germanen nicht nur zum Waschen, sondern auch, um die Haare zu bändigen und zu bleichen. Zusammen mit der Sonne sorgte sie für die legendäre rot-blonde Mähne. Auch bei Männern war ein seitlicher Haarknoten üblich. Diese Mode stammte vom germanischen Stamm der Sueben. In den Hilfstruppen des römischen Heeres dienten aber nicht nur Germanen. Aus allen Teilen des Imperiums waren sie an den Rhein gekommen. Und sie erhofften sich, auf diese Weise das römische Bürgerrecht zu erlangen. Die Soldaten hatten ihre Götter und Religionen mitgebracht. Viele verehrten die ägyptischen Gottheiten, wie die Göttin Isis. Es herrschte Glaubensfreiheit, solange nicht der Kaiserkult, damals die Staatsreligion, in Frage gestellt wurde. Die jüdische Gemeinde in der Kolonie galt als älteste Deutschlands. Später kamen auch christliche Gemeinden hinzu. Salve, Männer! Ich habe eure Aufgaben für heute. Riborus, Agato, ihr seid in der Kalkbrennerei. Das klingt nicht nach echtem Soldatenleben, war aber der Alltag im Kölner Kastell. Richtig gekämpft wurde selten. Lucius, du arbeitest in der Ziegelei. Für alle aber erst einmal Kampftraining. Verstanden! Auch wenn die Hilfstruppen eher für Bauarbeiten eingesetzt wurden, mussten sie trotzdem fit für den Kampf sein. Um 150 nach Christus herrschte zwar Frieden am Rhein, aber mit Angriffen aufständischer Germanenstämme war immer zu rechnen. Die römische Armee am Rhein war ihren Gegnern haushoch überlegen. Die Soldaten hatten die bessere Ausrüstung, modernere Waffen und waren gut trainiert. Sie galten als nahezu unbesiegbar. Wie schwer ein solcher Schwertkampf in voller Montur ist, das wird heute der Weltmeister im Säbelfechten, Max Hartung aus Aachen, erleben. Es fängt schon mit den Sandalen aus Leder an. Knapp 1,5 Kilo schwer. Das Kettenhemd als wichtiger Schutz gegen Verletzungen besteht aus bis zu 30.000 Eisenringen und wiegt um die 10 Kilo. Auf den Kopf kommt eine Filzkappe als Stoßdämpfer unter dem 2 Kilo schweren Helm. Keine andere Armee war so gut gepanzert.
Trainiert wurde mit stumpfen Holzschwertern und Schilden aus dickem Weidengeflecht. Die Soldaten sollten sich anstrengen, aber nicht verletzen. Am Ende ist Max Hartung gut 25 Kilogramm schwerer. Das Training der römischen Soldaten bestand aus unzähligen Wiederholungen. Immer wieder auf die gleichen Stellen, dort, wo der Gegner besonders verwundbar schien. Stundenlang dieselben Abläufe, bis sie saßen wie im Schlaf. Das ist ein bisschen wie so ein Kraftausdauertraining. Wirklich das mit dem Arm auch heben, teilweise über Kopfhöhe, und das erfordert so relativ viel Kraft. Ich glaube, das war das Anstrengendste. Okay, Grundstellung. So und dann drüber weg. Ja. Max' Trainingspartner ist Marcel Plachner von der ersten Römerkohorte Opladen. Ja, genau. Dort bekannt unter dem Namen Marcus Papirius Calvus. Er kennt sich aus mit der römischen Kampftechnik. Dann reißt das Schild hoch, sodass er nichts mehr sehen kann, er keine Sicht hat. Kannst dann unten Richtung Bein schlagen. Versuch mal. Ich sehe nichts. Genau. Und bin unten. Um das Jahr 150 herum herrschte Frieden am Rhein. Unblutiger Krieg nannten die Römer diese Übung. Sie sollte fit machen für den Ernstfall. Säbelfechter Max kommt das irgendwie bekannt vor. Ich habe sofort an Asterix und Obelix gedacht und die Legionäre, die da immer einen auf den Kopf kriegen von Obelix. Und deswegen fand ich das auch ganz witzig, jetzt sozusagen die, nicht der Held, sondern die Gegenseite zu sein und dann vielleicht das gallische Dorf anzugreifen. Was ja durchaus schief gehen kann, zumindest im Comic. Zum Soldatenleben gehörte typische Soldatenkost. Pulz, das Grundnahrungsmittel der einfachen Römer. Ein Getreidebrei aus Dinkel oder Emmer. Leicht zuzubereiten und nahrhaft. Wie Haferbrei, ne? Nicht lecker, aber macht satt. Dazu ein Becher Posca, ein Getränk aus Essig und Wasser. Es löscht den Durst. Und der Essig tötet eventuelle Keime im Wasser ab. Das war vor allem unterwegs wichtig. Auch wenn kein Krieg herrschte, der Rhein war die Grenze des römischen Imperiums. Und die Soldaten mussten immer wieder ins Rechtsrheinische vordringen, um Angriffen kampfeswütiger Stämme vorzubeugen. In späteren, unruhigeren Zeiten, um das Jahr 310 herum, bauten die Römer auf der rechten Rheinseite das Castell Divitia und als Verbindung zur Stadt eine erste feste Rheinbrücke, 420 Meter lang. Heute steht dort die Deutzer Brücke. Mit dem stark befestigten Castell wollten die Römer ihre Militärmacht demonstrieren. Es wurde zum Kern der Siedlung Deutz. Im Jahr 150 herrschte noch Frieden. Die Hilfstruppen waren mit anderen Aufgaben beschäftigt. Lucius, es gibt neue Befehle. In der Colonia gibt's Probleme mit der Wasserversorgung. Wahrscheinlich ist was mit der Leitung. Die Leute brauchen aber zur Saturnalienfeier Wasser. Du bist doch gelernter Schmied, oder? Ja, das ist wahr. Komm mit. Es gab eine Straße, die vom Lager im Süden direkt in die Stadt führte. Eine Pflasterstraße. Unten ein Bett aus Kies und Steinen. Und oben eine Decke aus großen Pflastersteinen. So kann Regenwasser versickern und die Straße hält länger. Ein kleines Stück Römerstraße gibt es heute noch in Köln, direkt neben der Domplatte. Solche Straßen verbanden Köln über ein gigantisches Netz von knapp 100.000 Kilometern mit dem Rest des Imperiums. Aus diesen alten Wegen hat sich das heutige Straßennetz entwickelt. Selbst Meilensteine und Rasthöfe gehen oft auf die Römer zurück. An der alten Römerstraße zwischen Köln und Trier findet man heute noch Fundamente von römischen Straßensiedlungen
Dort konnten Reisende übernachten und Wachposten sorgten für ihre Sicherheit. Später wurde aus solch einer Straßensiedlung eine kleine Stadt. Marco Magus, nahe dem heutigen Eifelort Nettersheim. Die Fernstraßen machten das Reisen und den Transport von Waren einfacher. Das förderte die wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Region. Man kann noch erkennen, wo die Römerstraßen verliefen. Hier in Köln zum Beispiel an der Bonner Straße. Sie führte damals bis ins Legionslager Bonna. Von oben sieht man, dass die alten Straßen schnurgerade durch die Stadt führen. Die Colonia am Rhein ist ein Musterbeispiel für römische Stadtplanung. Die Fernstraßen, wie die heutige Bonner Straße oder Aachener Straße, trafen sich im Stadtzentrum. Drumherum entstand eine Stadt im Schachbrettmuster, umgeben und geschützt von einer Stadtmauer. So eine Stadt vom Reißbrett hatte große Vorteile. Verlaufen konnte man sich nicht. Der Nachteil? Man war auf den Raum innerhalb der Stadtmauer beschränkt. Es war eng und stickig. Überall wurde mit Holz geheizt und mit Feuer gearbeitet. Kurz, schon in der Antike herrschte dicke Luft in Köln. Viele Menschen litten an Husten und Augenkrankheiten. Die schmutzige Luft in der Stadt bescherte Ärztinnen wie Tullia viele Patienten. Nach rechts? Eine richtige medizinische Ausbildung gab es noch nicht. Tullia lernte, was sie wissen musste, indem sie erfolgreichen Ärzten über die Schulter schaute und deren Behandlungen dann kopierte. Wir machen dir am besten eine Salbe fertig. Sehr trockene Augen. Die römische Medizin kannte schon Wirkstoffe, die wir heute noch verwenden. Wie das schmerzstillende Salicin aus der Weidenrinde. Aus entzündungshemmender Kamille, Salbei und anderen Heilpflanzen wurden Salben und Tinkturen hergestellt. Im römischen Köln gab es schon eine Bibliothek, in der das gesammelte medizinische und pharmazeutische Wissen der Zeit studiert werden konnte. Die zerriebenen und zerstoßenen Pflanzenteile wurden mit Eiweiß oder Tierfett zu einer Salbe verrührt. Es gab nicht nur Augenärzte wie Tullia, sondern auch andere Spezialisten in den römischen Städten. Chirurgen, Urologen, sogar Tierärzte. Manche hatten eigene Praxen. Andere waren bei der Stadt oder bei reichen Familien angestellt. Krankenkassen, die die Bezahlung übernahmen, die gab es noch nicht. Bezahlt wurde in bar. Und sei vorsichtig, nicht in die Augen. Wegen der Bezahlung. Es ist mir unangenehm, aber ich habe gerade nicht so viel Geld. Das Honorar war Verhandlungssache. Darum war es Tullia und ihren Kollegen wichtig, auch wohlhabende Patienten zu behandeln. Bist du die Augenärztin Tullia? Ja. Du musst die Mutter des Statthalters am Grauen Star operieren. Eine graue Star-Operation. Damals ein hochriskanter Eingriff. Ich habe am Abend Zeit für Sie. Ich danke dir. Auch Hilfssoldat Lucius stand vor Herausforderungen. Die Wasserversorgung war in Teilen der Colonia zusammengebrochen. Er musste schnell die defekte Leitung finden. Die Stadt war voll. Viele waren schon zu den bevorstehenden Saturnalien angereist. Ein Fest zu Ehren des Gottes Saturn. 3 Tage, die das Leben in der Colonia auf den Kopf stellten.
Kaputte Brunnen und Wasserleitungen sorgten immer wieder für Unruhe. Sauberes Wasser war ein hohes Gut und lebenswichtig. Bei besonders schwierigen und dringenden Fällen mussten die Soldaten helfen. Unglaubliche 20 Millionen Liter Wasser flossen täglich durch die städtischen Leitungen. Damit stand jedem Bewohner mehr zur Verfügung, als der Kölner heute pro Kopf verbraucht. Das Wasser hatte einen weiten Weg bis in die Stadt. Südwestlich von Köln, in der Eifel, sprudelten viele Quellen aus dem vulkanischen Gestein. Ihr Wasser war reich an Kalk und Mineralien, gut für Geschmack und Gesundheit. Doch wie kam das Wasser aus der Eifel nach Köln? Eine Herausforderung für die römischen Ingenieure. Und sie ließen sich etwas einfallen. Es begann bei einer Quelle in der Nähe des heutigen Nettersheim. Dort bauten sie eine Einfassung, in der sich das Wasser sammeln konnte. Diese Quellfassung war der Startpunkt eines Bauprojekts, das alles in den Schatten stellte, was nördlich der Alpen bis dahin gebaut worden war. Ein Aquädukt, eine Wasserleitung, die über Täler und Hügel führte und sogar unter der Erde verlief. Eine unglaubliche Leistung, denn nur durch das vorher genau berechnete Gefälle floss das Wasser Richtung Köln. Noch heute sind Teile der alten Leitung erhalten. Mehr als 100 Kilometer schlängelte sich damals das Aquädukt von Nettersheim an Mechernich und Rheinbach vorbei bis nach Köln. Die Leitung endete an der Kölner Stadtmauer. Von dort floss das Wasser weiter ins städtische Netz. Von der einst 4 Kilometer langen Mauer stehen heute noch 700 Meter. Der Römerturm ist einer der einst 19 Wachtürme entlang dieser Mauer. Warum wurde ein Wachturm so aufwendig verziert? Vermutlich sollte Besuchern wie Bewohnern der Stadt gezeigt werden, wir sind nicht nur wehrhaft, sondern haben auch Sinn für Kunst. Doch nicht zu jeder Zeit gab es Anerkennung für die Schönheit des Turms. Im Mittelalter wurde er als Müllgrube genutzt. Heute kümmert sich ein Verein um seine Erhaltung und will ihn wieder instand setzen. Er ist der einzige noch erhaltene Römerturm in der Stadt. Lucius hatte das Leck in den Wasserleitungen noch immer nicht entdeckt. Die Unruhe in der Stadt war spürbar. Es ging nicht nur um frisches Trinkwasser. Mit dem Wasser säuberten die Römer auch ihre Straßen. Blieben die Brunnen trocken, hatte das in kurzer Zeit katastrophale Folgen für die Hygiene und damit für die Gesundheit in der Stadt. Rund 10 Meter unter den Straßen lagen die Abwasserkanäle der Colonia. Über 2 Meter waren sie hoch, damit Kanalarbeiter sie sauber halten konnten. Angelegt hatten sie die Römer und so stabil gebaut, dass sie im Zweiten Weltkrieg als Bunker genutzt wurden. Mit der Kanalisation hatten die römischen Bauherren einen Standard gesetzt, der bis in die Neuzeit nicht übertroffen wurde. Die Straßen waren sauber, das Abwasser floss in den Rhein. Früher trug es sämtlichen Unrat mit sich. Ein Grund, warum die Römer nicht im Fluss gebadet oder das Wasser getrunken haben. Der Rhein war ein Transportweg für Waren aus dem ganzen Reich. Lebensmittel, Glas und Stoffe, Felle, Keramik und Baumaterial. Eine Lebensader für den Handel. Noch heute passieren täglich etwa 400 Schiffe Köln. Der Römerhafen ist inzwischen verlandet. Doch bei Bauarbeiten im alten Hafen
fanden Archäologen mehr als 100.000 Teile von Amphoren. Ein Beleg dafür, welch gigantische Mengen an Lebensmitteln ins römische Köln gebracht worden sind. Aber nicht nur Lebensmittel, auch Luxusgüter kamen auf Schiffen in die Stadt. Julia, womit kann ich heute dienen? Ich sehe mich mal um. Sehr gern. Besonders beliebt bei wohlhabenden Römerinnen war das Terra Sigillata-Geschirr. Archäologen haben zahlreiche Teile dieser rot glasierten Keramik gefunden. Das feine Geschirr kam vor allem aus Gallien und wurde schon damals in Massenproduktion hergestellt. Ein Exportschlager aus dem römischen Köln waren Glasgefäße. Die bunten, mit sogenannten Schlangenfäden verzierten Gläser waren im ganzen Römischen Reich bekannt und begehrt. Sogar in Britannien haben Archäologen solche Glasflaschen aus Köln entdeckt. Die Kölner Schildergasse, eine der wichtigsten Einkaufsstraßen der Stadt. Sie liegt genau dort, wo auch die Hauptstraße der römischen Colonia verlief. Und wo sie die Hohe Straße kreuzt, lag das Forum, der zentrale Marktplatz. Wie heute gab es dort auch früher schon Waren aus der ganzen Welt. Es gibt auch Bernstein. Bernstein aus Nordeuropa. Die Germanen hatten keine rechte Verwendung dafür und verkauften ihn lieber für gutes Geld an die Römer. Für die war Bernstein ein Luxusartikel. Vor allem die durchscheinenden, honigfarbenen Steine waren begehrt. Und teuer. Für euch 25 Denarii. Also schön, ich nehme ihn. Bernstein galt auch als Glücksbringer. Und er sollte die Gesundheit fördern. Darum trugen viele Römer, die es sich leisten konnten, kleine Bernsteinperlen bei sich. Der zentrale Markt war der Mittelpunkt, aber auch das soziale Netzwerk der Stadt. An den Mauern ließen die Bürger ihren Frust ab. Zum Beispiel den Ärger über einen betrügerischen Händler. Aber auch Kleinanzeigen wurden gut sichtbar an die Wände geschlagen. Oder auch Wahlwerbung. Fast ein bisschen wie im heutigen Köln. Man tobte sich regelrecht aus an den Mauern. Feine Zeichnungen, Karikaturen, große, mehr oder weniger kunstvolle Gemälde. Mit Beschriftungen und Wandmalereien beauftragten Römer, die es sich leisten konnten, teils auch professionelle Künstler. Unter den weniger professionellen Kritzeleien haben Archäologen übrigens auch eine ganze Menge zotiger Sprüche gefunden. Schnell in die Wand gekratzt. Daher auch der Name Graffiti. Vom lateinischen graffiare, kratzen. Doch im römischen Köln dienten die Graffitis auch als Wegweiser zur nächsten Garküche. Kochstellen waren in kleineren Wohnungen verboten. Zu leicht konnte ein Brand ausbrechen. Also trank und aß man außer Haus. Die erste richtige Mahlzeit am späten Nachmittag, gegen 5. Und dann am liebsten gleich ein traditionelles, mehrgängiges Menü. Auch wenn die Zutaten von weit her angeliefert werden mussten. Wer es sich leisten konnte, aß Fleisch zum Hauptgang. Teuer. Darum gab es für die weniger Reichen
meist einfachen Getreidebrei als Hauptgericht. Auf eine Spezialität wollten aber weder arm noch reich verzichten. Garum, eine sehr kräftige Würzsoße, die, für uns wohl etwas befremdlich, aus vergorenem Fisch hergestellt wurde. Unzählige Amphoren mit dem antiken Geschmacksverstärker hat man im alten Römerhafen am Rhein gefunden. Ein beliebter Nachtisch waren Äpfel. Vor 2000 Jahren noch recht exotische Früchte. Vom Mittelmeerraum aus brachten die Römer den Apfel ins Rheinland, kultivierten ihn dort. Heute ernten heimische Bauern 50.000 Tonnen Äpfel pro Jahr. Mehr als von allen anderen Obstsorten. Auch den Wein haben wir den Römern zu verdanken. In der Taverne wurde er mit Wasser gemischt, als Schorle sozusagen. Wer den Wein pur trank, galt als Säufer. Wein war in der Kolonia ein Durstlöscher, nichts, um sich einen Rausch anzutrinken. Zum Wohl. Weinbaugebiete gibt es am Rhein bis hinauf zum Drachenfels. Wo die Römer ihren Wein anbauten, lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Immerhin, wie sie ihn hergestellt haben, das ist überliefert. Erstmal schmeckte der römische Wein schwer sauer. Das lag nicht nur an den Trauben, denen einfach die südliche Sonne fehlte, sondern vor allem an der langen Gärung. Die konnten die Römer noch nicht kontrollieren. Damit man ihn überhaupt trinken konnte, wurde ein wenig nachgeholfen. Datteln und Honig machten den Wein süß. Heute können die Winzer die Gärung besser steuern und so die gewünschte Restsüße erhalten. Den Wein kochten die Römer dann zu einem dickflüssigen Konzentrat ein. Mulsum nannten sie das. Und? Wie hatte das geschmeckt? Weinprobe mit der Kölner Weinkennerin Verena Herzog. Ja, es schmeckt ganz entfernt vielleicht wie Met, also wie verdünnter Met. Hat eine angenehm frische Säure und ist ganz gut zu trinken. Was die Zutaten betraf, da ließen sich die Römer einiges einfallen. Dem Wein wurde auch schon mal Asche beigemischt oder Bleizucker, Gips oder sogar zerriebener Marmor. Man experimentierte eben gerne herum, auch mit exotischen Gewürzen, die einerseits der Gesundheit dienen und andererseits dem Wein einen besonderen Geschmack geben sollten. Und das ist ja etwas, das uns auch heute nicht fremd ist. Der Wein riecht ganz angenehm nach Gewürzen und er hat eine angenehme Süße, nicht zu süß. Und das ist ein Wein, der mich unheimlich an Weihnachtsmarkt erinnert, an Glühwein, an weißen Glühwein. Und das bringt einen richtig in Stimmung für die kältere Jahreszeit. Und tatsächlich war der römische Würzwein, Conditum Paradoxum genannt, wohl sowas wie der Urahn unseres heutigen Glühweins. Er enthielt zum Beispiel Pfeffer, Safran, geröstete Dattelkerne und Lorbeerblätter. In den römischen Garküchen wurde nicht nur gegessen und getrunken. Na, Kleiner, wie wär's denn mit uns?
Auch die Prostitution hatte hier ihren Platz. Natürlich diskret. Beliebt waren Würfelspiele, wenn auch verboten. Aber jetzt vor den Saturnalien drückte die Obrigkeit schon mal ein Auge zu. Da ist Wasser auf der Straße. Lass mal nachsehen. Zum Glück lagen die Leitungen meist knapp unter der obersten Straßenschicht. Tullia hatte von dem Problem mit der öffentlichen Wasserversorgung nichts mitbekommen. Die Therme, wo sie ihr tägliches Bad nahm, hatte eine eigene Wasserleitung. Bei wohlhabenden Römerinnen galt es als schick, sich die Haare an Armen und Beinen entfernen zu lassen. Mit einer Rasierklinge. Oder auf die harte Tour mit Bienenwachs. Unten im Keller wurde kräftig eingeheizt. So brachte es die Fußbodenheizung der Therme auf über 40 Grad. Oben wurde ein Rundumprogramm angeboten. Waschungen, Packungen, Massagen. Nicht viel anders als in heutigen Wellness-Tempeln. Nur die entspannte Ruhe, die suchte man hier vergeblich. Es wurde gegessen, getrunken und getratscht. Die halbe Stadt ist ausgerechnet an den Feiertagen ohne Wasser. Was die sich dabei denken. Ach na ja, dann trinken wir den Wein eben pur. Die Volksfeststimmung in den Badehäusern sorgte nicht selten für Ärger. Auch mit den Anwohnern. Entschuldigt mich, ich gehe nach Haus. Das Leitungssystem in der Stadt war nahezu perfekt konstruiert. Das Wasser floss in etwa 30 cm tief verlegten Röhren zu den zahlreichen öffentlichen Brunnen. Die waren ständig in Betrieb. Und das Netz war so dicht, dass es niemand weiter als 50 Meter bis zum nächsten Brunnen hatte. Die Rohre bestanden aus hohlen Baumstämmen, die Verbindungsstücke aus Blei. Das war giftig, aber das harte Eifelwasser bildete in kürzester Zeit eine Kalkschicht im Rohr. Der Kalk verhinderte, dass sich Blei lösen konnte und so ins Trinkwasser geriet. Solche Rohre hielten normalerweise Jahrzehnte. Welches Holz habt ihr denn hier verwendet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ingenieure der Legion so gepfuscht haben. Den Bauauftrag hatte ein guter Freund des Statthalters. Weiß der, wie es läuft. Na klar. Auch den kölschen Klüngel gab's schon bei den Römern. Wenn in Köln irgendwo gebaut wird, dann dauert es meist ein bisschen länger als geplant. Daran sind auch die Römer schuld. Denn jede Baustelle wird erst einmal von Archäologen auf eventuelle antike Überbleibsel durchsucht. Es sind sogenannte Rettungsgrabungen. Und den Archäologen bleibt nicht viel Zeit. Tatsächlich findet sich in fast jeder Baugrube ein Puzzleteil, das ein wenig über das Leben der römischen Kölner verrät. Unter den Ausgrabungen sind auch medizinische Instrumente. Sie erzählen viel über das Können der römischen Ärzte. Zum Beispiel darüber, wie vor 2000 Jahren eine Operation am Grauen Star ablief. Gut. Ich werde die Linse von deinem Auge schieben. Und du musst ganz fest gerade ausschauen, damit es auch gut funktioniert. Solche Nadeln haben Archäologen im Grab eines Arztes gefunden. Mit ihnen wurde die trübe Linse zur Seite gedrückt.
Diese Methode wurde noch bis ins 18. Jahrhundert praktiziert. Die Patientin musste sich ganz aufs Fingerspitzengefühl der Ärztin verlassen. Die Operation ist besonders geglückt. Meidet noch helles Licht und gewöhnt euch an das bessere Sehen. Lucius hat für die kaputten Rohrstücke Ersatz gefunden. Die Leitungsteile hatten Steckverbindungen, sodass sich die defekten Rohre einfach austauschen ließen. War die Leitung dicht, konnte das Wasser am Verteilerturm wieder aufgedreht werden. Erledigt. Die Wasserversorgung war also gesichert. Pünktlich zum Beginn der Saturnalien. Ein Fest, das sich tief in die rheinische Seele eingegraben hat. Das Besondere an diesem Fest zu Ehren des Gottes Saturn: Für ein paar Tage wurde die gesamte gesellschaftliche Ordnung auf den Kopf gestellt. Rollen und Kleider getauscht. Sklaven ließen sich von ihren Herren bedienen. Männer verkleideten sich als Frauen und Frauen als Männer. Die Feier begann in der Familie. Es wurde getrunken. Jeder konnte und durfte dem anderen die Meinung sagen. Die Saturnalienfeiertage wurden jedes Jahr heiß ersehnt. 3 Tage ohne Arbeit, ohne die gewohnten strengen Regeln, voller Ausgelassenheit. Und in den Nächten wurde auf den Straßen weitergefeiert. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Das müsst ihr jetzt für die nächsten 30 Jahre halten. Gute Arbeit. Vielen Dank, Lucius. Wie wär's mit 10 Tagen bezahlten Urlaub in der Colonia? Io Saturnalia! Io Saturnalia. Hurra die Saturnalien. Das Alaaf der antiken Kölner. Und ja, ausgelassen feiern, dabei ein ganz klein wenig trinken, die Ordnung einfach mal auf den Kopf stellen. Das können die Kölner. Das kann das ganze Rheinland gut. Der Karneval erinnert noch heute an die alten Saturnalienfeiern. Es ist eben nicht nur die Kunst der Ingenieure und Bauherren, die das römische Erbe in Köln ausmachen. Die Römer haben auch etwas von ihrer Lebensart und Weltoffenheit am Rhein zurückgelassen.